So. Rote Farbe brauchen wir wieder. Da. Nein. So. Alles nochmal nachstreichen. Ah, herrlich einfach. So. Ah, so ein Zug zu streichen, zu renovieren, ist doch nicht so einfach, wie man glaubt. Ich lasse sie da. Nicht, dass ich noch auf andere dumme Ideen komme. So. Küche wäre eigentlich im Grunde schon soweit. Der hat hier einen Ofen mit Pfannendings, also mit Herdplatte, Waschbecken, Kühlschrank. Braucht er hier noch irgendwas? Wohnzimmer, da kann man hier so was Gemütliches machen. So, Möbel, Wohnzimmer. So, Sessel. Suchen wir uns da was raus. Was wird gut und passen? Oder sowas. Ich denke, das würde gut passen. So, in Schwarz. Hier auch. Schwarzes Karton oder einfach normales Schwarz. Ist einfach schlicht. So. Zu groß. Brauchen hier schon was Kleineres. So was? 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 Nee, auch zu groß. Nehmen wir nun hier. Das Sofa mir. Nehmen wir. Ja, das wird reichen. Machen wir das hier hin. So. Ja, dann hängen wir da irgendwie einen Fernseher hin oder sowas oder stellen da so einen kleinen hin. Tische, so einen kleinen. Wird gut dahin passen. Eine Regale, Fernsehregal. Gar nicht so einfach. Ne, muss da irgendwie ein kleiner Fernseher. Elektrische Ausrüstung. Wisst ihr was? Ich verkaufe noch mal die Tür. Reiße hier 1, 2, dann reiße ich hier 1, 2. Drei Stücke der Wände ab. Und dann dieses Stück und dieses Stück reiße ich ab. Dann so. Ja. Und dann hier. Dann kommt. Nein, den brauche ich jetzt noch nicht. Ich brauche den. Hier schwarz, da rot. Dann so. Und die rote Farbe. Den brauche ich nicht. Gut. Das ist gut, dass ich nicht nachfüllen brauche. Jetzt
streichen. Streichen. Ah, jetzt kann. Nein, jetzt ist wieder leer. Du bleibst trotzdem noch hier. Ich kann mal noch gebrauchen. Ah, jetzt brauche ich den Teppich wieder. Wo haben wir den Teppich? Da haben wir den Teppich. So. Jetzt können wir Fernseher kaufen. Elektronische Ausrüstung, da haben wir den. Oder warte mal. Es. Na, das wäre zu groß, zu breit leider, schon der kleinste. Wir brauchen schon den hier. So. Kann man hier einen kleinen Couchtisch hinstellen. Mhm. Möbel. Und nochmal Tische. Der wird gut. Der wird richtig gut passen. Finde ich. So, hier drunter, ja. Ja, der passt gut. Hey, was machst du denn da draußen? Und guckst du drüber? Ja. Schlichtes Wohnheim. Aber was will man erwarten? Dann hier ist das Schlafzimmer. So, Möbel, Schlafzimmer. Suchen wir uns mal ein schönes Bett aus, das hier passen würde. Das könnte hier gut passen. Sowas vielleicht. Das Holz. Rot. Auf Rot. Tagesdecke. Nehmen wir auch ein Rot. Ja, so. So sieht schon gut aus, finde ich. Dann Ankleideset unten. Ne. Ankleidekommode-Sets. Da brauchen wir nicht, aber sowas in der Richtung. Aber vielleicht auch was von einem anderen oder sowas. Sowas. Sowas wäre auch nice. Hier dunkel lackiert. Nee. Schwarzes Holz. Türen. Nehmen wir Spiegel. Kann das sein, dass der für die Wand ein bisschen zu groß ist? Ja, kann sein. Hat nicht nur sein, ist sogar. Brauchen wir vielleicht den hier. Schwarz und verspiegelt. Ja, den müssen wir hier hinstellen. Dann eher hier. Ja, wegen der Kurve da oben, natürlich. So, dann brauchen wir etwas kleineres noch. Mhm. Nee, nicht das. Vielleicht aber den hier in Part und Schwarz. Ich glaube, der wird dort besser passen. Würde ich den da verkaufen. Und dann den hier nehmen. Ja, der passt hier deutlich besser rein. Eine Größe auch. So.
Hier sind die Türen alle in einer Länge. So, als nächstes, wenn ich Schlafzimmer fertig habe, muss ich mich jetzt erstmal um die Lichter auch kümmern. Die brauchen jetzt aber auch Nachttische. Boah, wenn der jetzt. Ja, der passt auch noch hin. Da machen wir aber rote Griffe. Der kommt dann hier hin. So. Passt perfekt dazu. Dann brauche ich nichts mehr hier holen. Oh. Habe ich zweimal hier Farbe geholt. Ja. Das sieht auch nur mir. So, dann brauchen wir noch Lichter hier. Deckenlampen. Das würde, abgesehen von diesen Röhrendingern, da gut zum Zug passen. Und zwar würde das hier geil sein. Wenn die hier. Dann für die Küche. Brauche ich nur den. Schwarz, schwarz. Hier, schwarzes Holz. Hier in. Der kommt dann hier. Und wenn man am Kochen ist und so. Wenn man auf. Dann für den Flur. Ja, komm. Flur machen wir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ich glaube, der hier ist verrutscht. So. Der hier ist auch nicht ganz in einer Reihe. Ein Esszimmer. Brauchen wir auch noch eine. Würde ich das hier nehmen. Schwarz, schwarz. Und so. Dann hier Schlafzimmer. Da würde ich auch was richtig Schönes nehmen wollen. Dann nehmen wir fürs Hähnchen hier Schlafzimmer. Das. Und den nächsten Flur. Und wir nehmen das. Farbe rot, hier sind schwarz, schwarz. Machen wir so. Jetzt brauchen wir noch Lichtschalter. Schalter haben wir hier. Lichtschalter mit Aufkleber. Moderner Lichtschalter. Schwarz und Schwert. Kommt hier hin. Der kommt hier und hier, genauso wie hier und hier und hier, so wie hier. Der kommt hier, hier und hier. Ah, Badezimmer fehlt noch. Der kommt aber hier. Und hier auch noch mal einer. Definitiv. Spiegel fehlt auch noch.
Und der kommt hier. Haben wir jetzt Licht. Hier haben wir jetzt Licht. Hier haben wir Licht. Der kommt auch lieber dahin. Hier haben wir Licht. Hier und hier. So, alle Räume sind gut beleuchtet. Ist auch Badezimmer. Hier würde ich sagen, macht dann welche Licht. Am meisten, ich würde sagen, vielleicht eine Wandleuchte. Ne, dann bleiben wir bei Deckenleuchten. Komm, wir nehmen das und in Rot und machen den da. So, hier hin und hier auch mal an. So, dann brauchen wir hier noch einen Spiegel. Dekoration, Spiegel. Da nehmen wir schwarzes Holz, Farbe Rot. Mit Ringlicht sogar. So. Im Grunde sind wir eigentlich mit der Hütte hier fertig. Wir brauchen nicht viel hier. Komm, Buddy. Ich nehme mich jetzt wieder mit. Du kommst mit. Gehen hier durch. Und wir wollen das Haus verkaufen. Nein, nicht zum Gartenwettbewerb. Wir wollen den jetzt direkt verkaufen. So, Gewinn ist 29.000. Komm, wir wollen mal wieder ein bisschen verhandeln. Wir versuchen es auch mal ein bisschen wagemutiger auf, sagen wir mal, 5,5. Wir verhandeln mal um 5.500. Und? Ja, Mann, 35 kriegen wir. Nice. Ich habe mal 35.000 Gewinn gemacht für den Zug. Unglaublich. So, können wir hier auch mal den ein oder anderen von denen machen. Ah, jetzt habe ich vergessen zu lesen. Verdammt. Egal. Egal. Ihr könnt es ja noch pausieren und dann selber mal lesen. Aber an sich wollte ich das eigentlich lesen. Euch mal vorlesen. So. Rasen wollen wir gemäht haben, okay. So. Wir mähen hier alles nieder. Zum Glück aber an, keiner warten.
Wir machen erstmal hier vorne alles weg. Und dann hier hinten. Und mit dem Trimmer müssen wir gleich auch erstmal die ganzen Ränder und Ecken machen. Da habe ich ein Stück übersehen. Ich glaube, die Mission geht ganz schnell vorbei. Es ist ja im Grunde nur hier Unkräuter entfernen und den Rasen zu mähen. Ah, wir sind aber noch nicht ganz fertig, ja? Wir haben hier noch ein bisschen was weg muss. Vorne haben wir noch ein bisschen was. Da haben wir irgendwo noch was. Da. Vorne haben wir noch was. Hier haben wir noch was vergessen. So. Auch wenn wir diese Hütte wahrscheinlich nie wieder sehen. Ich will schon. Alles Picobello Army, top. Da haben wir was. So. Und 350 Euro. Na, ja, immerhin. Ja. Okay, der Typ mag rote Wände. Da müssen wir für den auch mal irgendwie ein Haus machen oder so. So. Ich brauche nur eine Gartenlaube zum Glück. Hallo, mein Lieber. Ich himmle meinen kleinen, aber feinen Garten im englischen Stil geradezu an. Ich liebe meine Pflanzen und sie danken es mir auf die gleiche Weise. Es gibt nur eine einzige Sache, die in diesem Paradies nicht in idealem Zustand ist. Die Laube. Wie kommt es dazu? Ich erkläre es mal auf. Nun ganz einfach, sie existiert nicht. Kannst du das verstehen, mein Lieber? An diesem idyllischen Flecken Erde, in diesem ach so süßen Gärtchen, ist keine Gartenlaube vorhanden, die hier einfach hineingehört. Ich kann ihren Mangel nicht ertragen. Naturgemäß kommt es nicht in Frage, dass eine grazile Persönlichkeit meines Zuschnitts, etwas Klobiges und Schweres, wie einen primitiven Hammer in die eigenen Hände nimmt. Eine Dame wie ich, die auf etwas auf sich hält und sich ihrer Würde bewusst ist, des Ansehens sowohl der Nachbarschaft wie auch der besseren Gesellschaft, wird freilich das Risiko nicht auf sich nehmen, durch unbedachten Umgang mit einem verbogenen rostigen Nagel durch eine Rostvergiftung dahingerafft zu werden. Ganz zu schweigen davon, dass auf dem matten Perlmutt meiner Haut gar Verletzungen stehen und in weiterer Folge mit bloßem Auge sichtbare Narben zurückbleiben können. Nicht auszudenken. Deshalb eben habe ich mir gestattet, mich gerade an dich zu wenden, Lieber. Eine so starke, männliche und ritterliche Gestalt wie du ist in meiner bedauerlichen gegenwärtigen Situation nicht mit Gold aufzuwiegen. Ich grüße herzlich und innig Bella Rose. Oh, geil. Oh. Da hatte ich richtig Spaß gehabt, das zu lesen. Hm? Ja, das wird interessant sein, das hier. Machen. Okay, Garten. Muss ich hier durch, ja? Ist das jetzt der andere Garten? Nee. Ah, hier muss ich was machen. Montiere runde Gartenlaube mit Kuppel und Ornamenten. Okay, Gartenlaube.
Hell oder dunkel? Und wir machen hell und das hier auch hell. Und hier. Was muss ich denn hier? Ah. Ja. So. Was? Gegenstand kaufen, Gusseisen, Gartentisch, Menu. Und Gusseisen, Gartenstuhl. Nehmen wir auch einen hell. Und hier genau in die Mitte. Und das viermal auch ein hell. So, packen wir einmal hier. Dann einmal. Hallo. Einmal hier. Hier. Jetzt komme ich hier nicht raus. Und noch einmal. Auftrag beenden. Auf jeden Fall einen schönen Garten. Kann man sich hier auf jeden Fall was abgucken. Kann ich bei ihr rein? Ne. Reingucken kann ich auch nicht. Schade, dass ich nicht rein kann. Aber ja, dann würde ich sagen, den Auftrag wenden wir jetzt auf. Da kriegen wir immerhin 3.500. Ja. Das Spiel hatte erwartet gehabt, dass ich das woanders hin tue, so wie es die Kamera hier hinbewegt hat. Dann warte mal, wir haben ja jetzt hier Dalmatina. Buddy haben wir ihn. Was haben wir? Rex, aber wo ist Buddy? Und einen Maulwurf haben wir auch noch. Weg damit. Da ist Buddy. Hey Buddy, na? Warum bist du schmutzig? Kann ich ihn sauber machen? Bedürfnisse Hygiene. Ja, ich kann ihn sauber machen. Ich brauche hier etwas, um meinen Hund sauber zu machen. So, hier müsste das bestimmt geben. Ja, hier Badezimmermaturen, Waschbecken, Zubehör. Okay. Haustiere hier. Hunde. Lege. Ich würde sagen, wir nehmen den. Aber dann nehmen wir den mit nach draußen. Bauen den draußen irgendwo auf. So. Und rufen. Komm. Will ich sauber machen. Das Haus ist jetzt beschäftigt. Nein, ich will dich. Folge mir, komm. Und rufen. Interagieren. Hochheben, ja. Komm. Das Haus hier ist beschäftigt. Ja. Zum Waschen platzieren, ja. Interagieren. Wie wasche ich ihn jetzt? Ja. Ist ein feiner.
Ja. Was brauchst du? Auch Hygiene. Okay, dann hochheben. Komm, dich waschen wir jetzt auf. So. Ja. So. Ja. Oh, wie strahlend der jetzt aussieht. Ah, jetzt sind die auch noch grün auf der Minimap. Seht ihr das? Weil die jetzt gepflegt sind. Aha. So. Mit Nahrung füllen. Jo. Ja, ihr zwei Süßen hier. Hier muss ich auch noch mal mit. Nein. Kann ich das irgendwie jetzt umfüllen? Ne, da muss jetzt Wasser rein. Das ist jetzt doof. Hier machen wir wieder zu. Ihr habt doch eure eigene kleine Waschanlage. Wie zwei Hunde. Ich muss mir jetzt aber nicht folgen die ganze Zeit. Jetzt hier frei rumlaufen, ja? Und du musst mir auch nicht folgen. Name ändern. Warte mal, kann ich das? Ah. So. Ja, lassen wir so. Wechseln, Buddy. Ist zwar jetzt nicht das Schönste, aber immerhin. Der liegt hier einfach rum. Ja, wir haben jetzt einfach mal zwei Hunde.